Unvorstellbarer Jubel empfing den frisch gebackenen Fußballweltmeister beim ersten Betreten des deutschen Bodens in Singen. Helmut Rahn nennt sich nach der Rückkehr aus Bern selbst der Boss. Zwei Tore erzielt er im Finale gegen Ungarn, eines davon für die Ewigkeit und für Platz 1 unserer unvergessenen Tore, was im ungarischen Radio damals so klingt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich mitfreuen. Unser Stolz, unsere Freude und unseren ganz innigen Dank den 11 Spielern im weißen Jersey und den schwarzen Hosen. Das eigentlich Interessante für mich an diesem Tor ist die Schilderung von Helmut Rahn selbst, den ich später kennenlernte in einer Kneipe in Essen, wo er mit ein paar Schnapsgläschen die Szene nachstellte, wie er sich den Ball von rechts auf den linken Fuß vorlegte, abzog. Und das war dann das 3:2. Helmut Rahn, der am Ende, er war ja der große Held von Bern, aber am Ende im Leben ein tragischer Held war. Der große Erfolg wirft den Boss aus der Bahn. Jahrelang zieht er durch Essener Kneipen, gerät mit dem Gesetz in Konflikt, muss 1957 wegen eines Alkoholdelikts sogar ins Gefängnis. Am 14. August 2003 stirbt Helmut Rahn. Nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren.